neues Video. So. Genau, so wollte ich das. Achso. So. Ja. Ja, damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Onsi 2 und damit zu einer neuen und zu der allerersten und neuen Themenwoche hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es wird in dieser Woche ausschließlich um die HCR gehen und wie ihr schon seht, um die älteren HCRs. Ja, wir haben hier Wagen 11 vor uns stehen und Wagen 10, Entschuldigung. Und Wagen 10 kommt aus dem Jahre 1997, denn ab 1991, 92 hat man tatsächlich bei der HCR angefangen, die ersten Niederflurbusse zu kaufen. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Wagen allerdings, der MAN A10 MN22, so wie er hier eigentlich stehen sollte, hat natürlich in der Mitte diese Scheibe nicht und diese Scheibenwischer. Ihr müsst euch das einfach so flach vorstellen, so wie heute. So. Genau. Ja, ich würde sagen, wir starten. Joa. Genau, heute kommt ein bisschen. So, wir starten, es geht los. Guten Tag, guten Abend.
Übernahme, dann beschweren sich die Fahrgäste nicht so oft. Ja, es ist manchmal ganz schön. Thank you.
damals auf den Bussen das Logo von Castro drauf. Auf jeden Fall gab es auch ein Pferd von Nordrhein-Westfalen auf dem Bus drauf. Auch sehr interessant. Also noch das Logo, das ist noch in das Jahr 2022 hinein begleitet hat und dann auch oder so irgendwie das schon mehr zu spüren.
Meine Meinung, die Busse könnten auch heute noch gerne in Betrieb sein. Ja, klar. Weil die meisten hatten ja echt schöne Sitze drin. Wenn man sich das mal von innen einfach anguckt hier. Sehr schöne Sitzpolster, auch sehr schön weich. Tipp von mir, fahrt nochmal mit dem B-Wagen der DSW. Die haben noch diese alten Sitze drin. Die sind super weich, die sind einfach nur geil. Genau. C2. Fahren wir heute was ganz Kreatives. Ja, an der Haltestelle in der Realität hält die 12 ja alleine. Die nächsten Busse. Ja, hab ich schon geahnt, dass die andere schon mit hinterher kommt. Da ist nämlich die andere 12. Die nämlich den Fahrplan hat. Eine dumme Frage. Soll ich weiterfahren? Wollt ihr sterben? Oder soll ich heilen? Moin, moin! Hallo? Oh!
haben. Thank you.
Haben Sie das Fahren verlernt? Nein. Seit 2000. Ab Januar 11 wurde übergeben an Kleve. Und von Kleve im März 2013 wurde er dann an die Ukraine übergeben. Und seit 2019 ist er jetzt auch bei der Ukraine. Aber wie gesagt, da heute immer noch fährt, weiß ich nicht.
die waren schon wirklich geschätzt. Heute die Busse, wenn ich die sehe, also null Aufwand. Früher hat man mehr Aufwand an den Bussen. Aber ich kann die Verkehrsgesellschaften noch verstehen, warum sie keinen Aufwand mehr an den Bussen haben. Weil es nämlich alles teurer wird, ja. Und stattdessen 300 Busse in richtig auch für die kleinste Stelle. Ja, das ist zu teuer. Stattdessen einfach, wenn man sie einfach mit, wenn man alle in den normalen und selben Farben macht, so wie man das so bei den anderen macht, am Ende. Ja, das war's, meine Lieben. Ja, wir sind jetzt... Oh Gott, wir sind 39 Minuten gefahren. Ja, 39 Minuten sind wir gefahren, ja, plus der zweiminütigen Pause da am Bahnhof. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, auch wenn da ein paar Lecks waren in Omsi. Richtig Qualität. Auch die Lichter sind halt Qualität. So. Genau, ihr seht hier die Sitze. Schön gepolstert. Und hier saß ich früher. Okay, ich sehe gerade. Dieser Bus hat nämlich nicht die richtige Heizung. Das heißt, dieser Sitzplatz, den gibt es da noch. Also das heißt, hier in dem Bus war das nicht so. Ja, vielleicht auch doch. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Auf jeden Fall kann ich mich dran erinnern, dass ich in so einem Fahrzeug saß und hinten dann auf der Heizung saß und meine Mama saß da mit Angst, weil sie dachte, ich würde da runterfallen. Klar, Mütter haben da halt ihr Beschützerinstinkt. Wenn ich mir mal diese Qualität hier angucke, ja, wisst es heute hier, also ist schon mega verändert. Und das ist ja auch noch Chör, ne? Da ist ja noch mal ganz anderes. Hier ist ja noch die eigene Lackierung. Genau. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich ja, bin gespannt auf eure Kommentare. Bitte aber nicht nach dem Repaint fragen, ja. Ja, sieht nicht aus, ne? Wenn man nur nach sowas fragen will. Wie gesagt.
Wie gesagt, aber ich freue mich auch so auf eure Kommentare, ja, wie ihr das mal findet, dass wir jetzt eine Oldschool-Themenwoche machen in OMSI. Und ja, genau. Schreibt einfach mal rein. So sieht es nämlich aus. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Kimis Marlon. Bleibt gesund und tschüss. Bis zur nächsten Folge.